damit hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt hier auf meinem Kanal. Mein Name ist Rotmek und ich habe ein neues Horrorspiel mit dabei, und zwar Man of Medan. Na gut, neu ist das Horrorspiel eigentlich nicht, ja. Das ist aus dem Jahre 2019 vom Entwickler Supermassive Games und dem Publisher Bandai Namco Entertainment Europe. Ja, der Entwickler hat auch schon ein ähnliches Spiel rausgehauen, und zwar Until Dawn. Auch das war eine interaktive Horrorgeschichte, wie auch Man of Medan. Aber Man of Medan ist nun der erste Teil der Anthologie The Dark Picture. Die Entwickler wollen nämlich, ich glaube, 8 Spiele rausbringen in einem Horror-Setting. Und das soll der erste Teil sein, ist aber nicht so wichtig, weil die Teile bauen nicht aufeinander auf, sondern das sind alles einzelne Geschichten, die für sich selber stehen. Nichtsdestotrotz, dieses Jahr kommt die zweite Geschichte raus, und da habe ich mir gesagt, komm, ich nehme erstmal die erste Geschichte, Man of Medan, die ich mit euch erstmal durchspielen will. Ich weiß nicht viel über dieses Spiel, ich weiß nur, dass es darum geht, dass wir hier mit 5 Freunden auf einem Geisterschiff befinden und keine Ahnung, was da genau auf uns zukommt, aber wir werden Entscheidungen treffen müssen, die auch Einfluss auf die Geschichte haben. So viel weiß ich. Mehr weiß ich nicht. Und ihr wisst, zumindest die, die schon länger auf meinem Kanal unterwegs sind, dass ich 3 Dinge hasse im Leben. Durchfall, Juckreiz und Horrorspiele. Eines davon, und ich hoffe nur eines davon, werden wir heute haben, und zwar Man of Medan. Ich wünsche euch viel Spaß dabei und würde sagen, wir starten. Auf ins Abenteuer, Freunde. Man of Medan. So, ich spiele alleine. Jetzt muss ich das hier noch navigieren. Spiel alleine. Ja. Und dann darf's losgehen. Solo Story. Neuer Platz. Die Kinoversion. Ja. Stimmt für mich. So, 4 Stunden Horror oder so. Ich glaube, 4-5 Stunden soll das Ding gehen. Ich freue mich drauf. Man of Medan. War das Bruce Willis? Okay, Kumpel. Wir sollten mal langsam zum Schiff zurück. Hey! Immer schön langsam. Was? Sieht ganz so aus, als hätte Charlie heute noch so einiges vor. Kann ich kämpfen? Hey, gib mal einen Quarter. Wieso? Für einen Blick in meine Zukunft. Dann mal los. Was erwartet mich, Alter? Also, nach dem Zweiten Weltkrieg sind wir hier. Ich habe die Möglichkeit, mir hier eine Antwort auszuwählen, und zwar neugierig. Was wird aus meinem Sohn? Zweifelnd werde ich reich oder nichts sagen. Mit der rechten. Dem rechten Stick kann ich das machen, alles klar. Also ich will wissen, was aus meinem Sohn wird. Wird aus ihm ein guter Mann? Läuft alles gut für ihn? Ja.
Ich nehm den Bambusstein. Halte RT gedrückt, um Objekte aufzuheben. Benutze R, um zu untersuchen. RT ist hier. Ich muss mal erst das Gamepad ein bisschen kennenlernen. Das sieht aus wie ein Fisch. Ein Fisch? Das ist ein Fisch. Ja, gut. Reicht mir auch schon. Tod? Warte, was? Was soll das heißen? Hey, was soll das heißen? Was zum Teufel, Mann? Hey, Kumpel, lass mich mal ran. Ach ja? Hältst dich wohl für stark. Im Kämpfen? Klar. Hast du noch einen Quarter? Kommt auf deinen Deckel. Ich probier's mal. Okay, benutze R, um zu zielen. Drücke RT, um zu schlagen. Ja, easy, ne? Völlig easy. Noch einer? Die hat so eine arrogante Art irgendwie, ne? Ja, komm. Mit B, wo ist B? Hier. Ah, ausweichen. Okay. X ist hier. Ich muss immer auf mein Gamepad schauen. Ah, jetzt geht's dann langsam, ne? Hier. Auch noch getroffen. Ausgewichen. Have a nice day. Hey, Chuck. Wir sollten zurück zum Schiff. Oder wir stranden hier noch. Komm schon, Mann. Nur noch eine Frage. Wir müssen echt wieder zurück. Willis wieder hier. Und die Särge werden auch eingeladen. Wobei das ist wahrscheinlich kein Sarg. Totenkopf auf einem Sarg wäre schon ein bisschen pietätslos. Mich so ein bisschen an meine Militärkarriere.
Okay, wir dürfen auch mal was spielen nach 10 Minuten. Finde ich nice. Also, wir können uns also hier rumbewegen und uns Sachen anschauen. Schon mal gut. Ich wollte nicht raus, nein. Ich wollte eigentlich das Bild anschauen. Also die Steuerung ist ein bisschen hakelig schon mal. Nicht da! Der größte Horror an diesem Spiel ist auf jeden Fall die Steuerung. Alter, ist der träge. Ja, sagst du was dazu? Nö, ne? Das ist wahrscheinlich der Sohn, nachdem er gefragt hat. Und da haben wir ja mit Tod und Verderben so ein bisschen eine zweifelhafte Zukunftsvorhersage bekommen. Was haben wir denn hier? Jeder Schritt muss in... Was zum Teufel? Alter, was... Was war das? Damit habe ich jetzt nicht gerechnet, aber definitiv nicht. So, ich nehme den Schlüssel nicht, ne? Herrgott nochmal, jetzt muss ich hier RT drücken, damit er den Schlüssel nimmt. Das ist ein bisschen übertrieben, aber okay. Aber mit dem Toten habe ich jetzt nicht gerechnet. Was kommt denn dir einfach da raus? Dann schaue ich mir jetzt noch ein bisschen genauer an. Ja, Leichen anschauen, ja, das ist geil. So, komm. Was haben wir denn hier? Ich kann ja gar nichts machen. Das ist alles, was ich sehe. Okay. Das hat schon ein bisschen seltsam ausgesehen. Gehen wir hier mal raus. Aber jetzt mal ohne Scheiß. Nur mal ganz kurz recappen, was jetzt gerade geschehen ist. Da hat ein Typ... Da ist ein Typ in meinem Schrank gewesen. Der ist tot. Der hat vorher mit seinem Schlüssel, den er bei sich trägt, das Zimmer abgeschlossen, in dem er sich befindet und versteckt sich im Schrank, oder was? Gut, das macht dann wieder Sinn. Wenn draußen was Böses ist, dann geht er in mein Zimmer, schließt die Tür und schließt sich im Schrank ein. So, er stirbt aber und ich, der da liegt, stirbt nicht. Das ist dann wieder seltsam. Und wie lange habe ich da gelegen? Macht ja gar keinen Sinn. Hä? So, wir schauen mal weiter. So, der Typ, der ist völlig gaga, ne? Schon nur wieder reinschaut. Guck mal. Wie guckt denn der? Hä? Was ist denn da? Hä? Muss ich da? Nein. Muss ich da? Nein. Wo bin ich? Wer bin ich? Toilette? Wand? Rechts? Nee, links. Alter. Also die Steuerung ist echt, die ist für gar nichts. Meine Herren. Ich gehe da lang. Ja. Ist das Blut am Boden? Nee. Howdy, Charlie. Wie läuft dein Urlaub? Ja, hol mich endlich hier raus. Was zur Hölle ist da draußen los? Ich habe ein Flugzeug gehört und Schüsse. Ich auch. Und da war eine Leiche. Was? In der Krankenstation. Hier stimmt was nicht. Bloß raus hier. Die haben beide so krasse Augen, ja? Meine, es sind ja Krieger, ist klar, aber... Meine Herren. Der Gesichtsausdruck. Bäh? Haben wir da Blut am Boden oder... Nee, ne? Gott. Ganz ruhig. Drücke A im Rhythmus mit dem Herzschlag. Okay. Drücke A im Rhythmus mit dem Herzschlag. Da ist Bruce Willis wieder. Ganz ruhig. Der beißt immer so auf die Zähne, der Typ, ne? Psychotisch.
Ja, gleich mal hinterherlaufen. Natürlich. Dem Psycho-Lieutenant hinterherlaufen, ja, mit der Knarre. Wir haben gar keine Bewaffnung. Herrgott nochmal. Nicht, dass ich mich erschrecken würde, ne? Es war ein Kind. Kleiner, hast du nicht gesehen, war ein Kind. So. Ich dachte, wir spielen wieder so 5 Jugendliche. Aber nee, anscheinend spielen wir hier wirklich die 2 Soldaten oder einen Soldaten davon. Was haben wir denn da vorne? Die Tür. Hey, Charlie, hilf mal! Du sagst es. Totale Scheiße. Also jetzt ohne Scheiß, Freunde. No hate, ne? No hate, aber... Also die Dialoge bisher sind richtig schlecht. Also richtig schlecht. Und auch die Reaktion der Leute, also... Naja... Ich weiß nicht. Ich bin jetzt noch nicht so überzeugt von dem Ganzen, aber wir schauen mal weiter. Ich denke, wir sind noch im Prolog. Na, ich denke... Noch eine Leiche. Wen hat's erwischt? Was? Einfach so. Das sind Kameraden, mit denen war man im Krieg. Und dann so... Boah, da ist eine Leiche. Wer war's, ne? Klar haben die schon Leichen gesehen, aber ich meine, das sind Kamerade. Das hat man nicht einfach so. Wer ist es denn, ne? Oh, verdammt, Buckley. Der war doch letztens beim Essen noch vollkommen putzmunter. Armes Schwein. Die Dialoge, Alter. Ja, aber wie hat er seine Finger? Ich bin T-Rex, ne? Und die Augen sind auch irgendwie nur noch weiß. Ja. Schön hat er seine Hosen so weit oben an, ne? Irgendwie, also seltsam. Seltsam. Oh. Wo wollen wir hin? Hier? Und die Kamera schauen. Können wir hier hinten ran? Ah, da geht's auch rein, okay. Und der Offizier ist immer noch hier mit der Knarre am Rumrennen. Interessiert die irgendwie nicht, ne? Interessiert die nicht die Bohne? Na, lieber mal da irgendwo sich ein bisschen umschauen. Halte LB, um schneller zu gehen. Ah, jetzt wird's interessant. Was ist denn LB? Wo ist denn LB? LB ist links. Natürlich, aber habe ich auch 2 Tasten, also, ne? Also... Viel schneller geht der nicht. Ist das mir so? Oder hast du auch gerade so ein blödes Gefühl? Sehe ich so aus, als würde ich über meine Gefühle reden? Du siehst echt beschissen aus, Chuck. Bin ich der Einzige? Toll. Beste Gesellschaft. Gehen wir. Hey, Chuck. Hast du den Jungen da gesehen? Nee. Bist du okay? Alter. Also die Jumpscares sind vorhanden, ja? Mein Herz steht schon ein paar Mal, ist schon ein paar Mal stillgestanden. Wenn diese Jumpscares kommen, da hat es noch mehr Leichen. Aber der rennt ja gar nicht schneller. Das heißt, er bewegt sich schneller. So, jetzt laufe ich normal und jetzt mit LB gedrückt. Also minim. Minim schneller. Ah, so, was sind das für Leichen hier? Die hätten ja auch alle irgendwie Knarren oder so. Ja, das sind ja Soldaten. Ein Messer liegt da. Und doch das Messer und eine Knarre. Ah, jetzt denken sie mit, die Herren, ja? Jetzt denken sie mit. Hat eine Weile gedauert, aber schön seid ihr auch mit dabei. Jetzt bringen wir unseren Offizier um. Ich gehe mal davon aus, er ist Offizier.
Da ist wieder das Kind. Auf das Kind ballern. Ich hätte wohl auf das Kind ballern sollen. Gut, mache ich beim nächsten Mal. Ja. Und so sind wir damals gestorben. Gar nichts gebracht, ne? Auch wenn ich geballert hätte. Mayday, ich glaube, das musste Mayday. So sein. Irgendjemand da? Hallo, hört mich da draußen jemand? Ah, komm schon. Komm schon, verdammt! Was zur Hölle ist das? Won't you spare me over till another Okay, das war ein cooler Teil. Das war echt cool. Hallo. Und willkommen in meiner Schatzkammer.
Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und Ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die Ihren Weg kreuzen. Oder ob es endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Aber fürchten Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann alle. Doch niemand zahlt wohl gern früher, als er muss, oder? Wie im echten Leben hat alles Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Ich behalte Ihren Fortschritt im Auge. Ich werde mich nicht einmischen, doch vielleicht gibt es von mir bisweilen einen Hinweis. Hier ist einer für Sie. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das war's im Moment. Wir sehen uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre Aktionen sorgfältig zu analysieren. Oder das hinterlassene Chaos. Okay. Finde ich nett. Finde ich richtig nice. War nett gemacht. Cooles Intro. Und der Typ, der ist irgendwie... Brad, geistreich. Alex Bruder, unschuldig. Motiviert, Alex. Brads Bruder, Julias Freund. Den letzten Teil habe ich nicht gelesen. Reicht das? Falls nicht, bestellen wir einfach Nachschub. Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser. Tauchen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Echt jetzt? Ja. Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Irgendwie, ja. Das ist peinlich, nichts sagen, nachtragend. Ich muss arbeiten. Ja, er wirkt ziemlich unsicher. Von daher gehen wir auf unsicher hier. Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Zeig's ihm doch einfach, ist dein Bruder. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig Brüderchen, teuer. Sei cool. Was? Julia und Conrad sind, tja, also... Alle beide stinkreich. Und? Reg dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Oh Mann, Vorwurfsfunk. Ich wurde eingeladen. Bin nicht gut mit Menschen. Ich wurde eingeladen, ey. Hä? Mitnehmen? Ernsthaft? Ich dachte, ich bin eingeladen. Julia wollte dich dabei haben. Julia? Echt? Ja, Mann. Sie wollte das. Ich wollte, dass sie sieht, wie cool du bist. Also... Sei cool. Kapiert? Okay, Amigo. Okay. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich hab Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Zynisch. Ist es schon 2 Wochen her oder muss hart sein? Ach komm, einfühlsam. Der ist schon einfühlsam, der Typ. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Bingo! Wie gerufen! Was? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah.
Hey. Ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Es gibt da eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Kein Problem, ich helfe dir. Sentimental, hör auf deinen Bauch oder vorsichtig, denk drüber nach. Ja, ich bin da eher der Kopfmensch, aber ich spiele für ihn und ich glaube auch, er ist ein Kopfmensch. Bist du sicher? Denk mal drüber nach, auch an die ganzen Konsequenzen. Und unsere Gäste. Julia, Konrads Schwester, Alex' Freundin, unvorsichtig. Konrad, Julias Bruder, entspannt und tollkühn. Und stinkreich, haben wir vergessen, ja? Stinkreich. Oh. Tut mir leid. Conny, das ist Alex. Hey, wie geht's, Konrad? Vorsicht, Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Konrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenne dich schon, hab viel von dir gehört. Ja, gleichfalls. Hab ich dir gefallen? Hey, Lust auf ein Bierchen? Jede Sekunde. Ha, ganz schön dick aufgetragen. Minuten hätt's auch getan. Kleiner Bruder, so sagt man doch nicht mehr, wenn man 20 oder so ist, ne? Entspannt, ja cool oder zögerlich, ich werd seekrank. Ja, na cool, komm. Klar. Der will ja. Cool. Super. Connection hier, ne? Ich liebe Bier. Wer liebt Bier nicht? Guter Mann, Bradical. Mords Mast hast du da. Mast tief. Ruinierst nicht. Bist du schon mal getaucht? Bedrückt? Ja, komm, die Wahrheit. Die Wahrheit, ne? Er ist ein ehrlicher Typ, er ist unschuldig. Die Wahrheit. Eigentlich nicht. Hab ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Hey, das ändern wir heute. Gemeinsam. Bin auch ganz lieb. Kommt sich da was an? Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kahn? Fliss, Kapitän der Duke of Milan, mutig und ungeduldig und kommt zu spät. Ich würde ja sagen, macht's euch bequem, aber So, alle an Bord und bereit abzulegen? Na, die gefällt mir schon jetzt, ja. Ich glaube, ich lasse sie sterben. Du hast dir recht, ist Captain. Das wird mir ein Spaß mit der. Das wird mir ein richtiger Spaß mit der. Habe ich das Gefühl. Schauen wir mal. Ganz genau. Lass alles raus. Oh, ja. Willst du dich mal hinlegen? Ja. Ist eine gute Idee. Ja. Oh Mann. Wie wäre es hier drüben? Ganz schön weit draußen. Ich suche bloß Alternativen, falls wir nichts mit der Tauchkamera finden. Ganz ehrlich, ich habe noch nie von eurem Wrack gehört. Normalerweise wimmeln Wracks von Tauchern. Ja, das hier ist anders. Ich meine ja nur, wenn es vielleicht zu spät wird, kenne ich ein paar gute Stellen zum, Tauchen. Optimistisch, Brad weiß, was er tut, oder frustriert, Brad war so sicher. Ja, wir sind optimistisch, ne? Brad weiß Bescheid. Das Wrack muss hier sein, wenn er sagt. Okay, du bist der Kunde. Ich meine ja bloß, das Tageslicht ist irgendwann weg. Ich helfe Conrad und Julia mit der Kamera. Was gibt's? Sehen und staunen. Brads Berechnungen waren goldrichtig. Brad hat's drauf. Ein echtes Genie. Wir sollten ihm danken. Fliss, da ist ein Flugzeug. Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg.
Lass uns tauchen. Eigentlich sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack. Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Ja, er ist schon ein bisschen der Typ, der genervt wirkt, wenn es nicht so nach seinem Kopf geht, also. Nun, wer weiß schon, dass wir es nicht beim Tauchen gefunden haben. Also, wen juckt's? Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. Wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit? Gut, aber beeilt euch. Und fasst bloß nichts an. Natürlich nicht. Ich kann kaum erwarten, als Erste da unten zu sein. Stell dir das vor. Unberührt. Hier mal schauen. Ich kann ja mit RB, es taucht immer auf oben links. Ihr seht es nicht, weil da meine Kamera drauf ist. Mein Bild, na, schön. Ich kann, da kommt immer RB, da kann ich irgendwie die Eigenschaften auschecken. Da sehen wir die verschiedenen, ich habe da die Bilder. Nur ganz kurz, wir werden gleich weitermachen. Antrag, neu. Was für ein Antrag? Auswählen. Laut Brad soll Alex darüber nachdenken. Ah, über seine Entscheidung, die er als... will einen Antrag machen vielleicht? Jetzt wissen wir, das ist jetzt aber blöd. Jetzt werden wir getriggert, ne? Gespoilert, nicht getriggert. Wir werden gespoilert und wissen jetzt schon, dass er einen Antrag machen will. Wir wussten ja nicht, was das für eine Entscheidung ist. Also ich wusste es nicht. Wahrscheinlich habt ihr es alle gecheckt, aber ich so, was? Der will eine Entscheidung treffen, die wichtig ist? Mach mir Kopf, oder? Aber der wollte einen Antrag machen. Ich hab's nicht begriffen. Okay. Gut, Rotmack, bist mit dabei. Und da haben wir jetzt, die Geheimnisse, ne, werden alle freigeschaltet, wenn man sich entsprechend entscheidet. Okay. Wir haben jetzt hier Brad, wir haben Konrad, Alex und Konrad. Beziehungen von Alex mit Konrad ansehen. Hä? Unsicher, eifrig, ungeduldig, großzügig. Ist motiviert und egoistisch, aber das eher im kleinen Maße. Die Beziehung mit Fliss. Alex war von Fliss genervt. Alex war wegen Fliss frustriert. Die mögen sich noch nicht so ganz, ja. Mit Julia will er eine Beziehung eingehen, wahrscheinlich. Oder Beziehung eingehen, er will sie heiraten. Wahrscheinlich werde ich das auch noch kappern. Wir werden es sehen. Weiter geht's, komm. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Ich nehme die Flaschen. Ihr Jungs checkt nochmal alles. Seh dir mal die Kamera an, ob da was Brauchbares drauf ist. Klar, Ma'am. Hey, sieh doch mal nach deinem Bruder. Die will immer irgendwie den Bruder mit ins Boot holen. Ins Boot holen, ja. Aber irgendwie, wir müssen dem Bruder danken. Der Bruder hat das gut gemacht, ne? Wo ist denn dein Bruder? Lass deinen Bruder mitkommen. Die hat irgendwie so ein gewisses Interesse an dem. Das dürfte noch Konfliktpotenzial haben, sagen wir mal, ja. Oh, ich laufe da mal meine Runden. Ja. Ja, was haben wir denn? Hi, Süßer. Freunde, ich würde sagen, wisst ihr was? Wir haben jetzt 40 Minuten bereits. Wir machen da einen Cut. Ja, wir machen da einen Cut und machen dann beim nächsten Mal weiter. Wir haben heute gesehen, was mit diesem Schiff geschehen ist, das wir vielleicht irgendwann mal finden. Wir haben jetzt nur ein Flugzeug auf der Kamera gesehen, aber ich gehe mal davon aus, wir werden das Schiff auch noch finden. Aber bevor wir das machen, machen wir hier den Cut, wie gesagt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es gefallen hat bisher, würde ich mich sehr über einen Daumen nach oben freuen. Ansonsten schreibt mir in die Kommentare, was ihr bisher von diesem Spiel haltet. Ansonsten unbedingt abonnieren, damit ihr kein Video verpasst auf meinem Kanal. Und dann hoffe ich, dass es beim nächsten Mal wieder. Bis dahin, euer Rotmack. Ciao.